Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Wicked hinein, zurück bei Let's Play Fire Emblem 3 oder Four Houses. Ja, was auch immer. Ui. Wir hatten doch schon diesen einen optionalen Kampf. Das ist jetzt schwierig. Aber ich glaube, Mineralien sind da genauso wichtig, deswegen schlage ich vor, wenn wir jetzt, nachdem wir im letzten beiden Parts einen golden markierten optionalen Kampf ausgetragen haben, dass wir dieses Mal den rot markierten optionalen Kampf bestreiten. Mit einem besonderen Gegner. Weil das gibt bestimmt auch eine große Belohnung, weil ich meine, wir haben hier schon einen Haufen Kohle bekommen und jetzt schauen wir mal, dass wir auch hier, was wir hier Feines bekommen, Mineralien vor allem. Die brauchen wir ja für das Veredeln von Waffen zum Beispiel. Okay, dann ohne große Umschweife, legen wir los! Kann ich noch mal mit dem Charakter da rennen hier? Was soll's? So, Kampf auf dem Plateau. Weiße Wolken, Kapitel 11, Thron des Wissens. Gut, dann machen wir weiter und hoffentlich sind wir dieses Mal erfolgreicher. Was zum... Die leuchten da ganz schön. So. Bernadette durfte ja beim letzten... ja, stimmt, ich habe es ja beim letzten Mal auch ausgelassen. Okay. Anstelle von Shamir darf dieses Mal Bernadette ran. Und auch, Chef von Ignaz lasse ich mal Petra als unsere Assassine wieder ran. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Inventar auszutauschen. Naja, das kriegen wir schon wieder hin. Ich frage mich allerdings, was mit Hubert passiert ist. Ich hoffe, den treffen wir irgendwann mal wieder. Alois kann weiterhin bleiben, weil er hat immer noch den geringsten Level von allen. Ja, Felix ist ja ausgestattet mit, also so ein Haupthelden hier. Vielleicht sollte ich Felix mal jemand anderen geben. Zum Beispiel diejenigen, die jetzt aktiv im Kampf dabei sind. Solche wie Alois zum Beispiel. Ja. So kann Felix auch weiterhin, ein bisschen Erfahrung mit hinzugewinnen. Okay. Wie gesagt, wir müssen, vor allem müssen wir Alois ja so richtig, vor allem den goldenen Apfel. Ich habe ja vergessen, auch das Item-Inventar noch zu managen hier. Weil da hätte ich ja noch die Chance dazu gehabt. Obwohl, nein, weil da kann ich ja nicht mehr zurück, ne? So war das ja. Aber hier kann ich das ja noch machen. Stimmt. So. Stein des Wissens. Ein Stein der Wirkung von Fähigkeiten beschleunigt. Der Träger hat mehr Fähigkeiten. Stimmt ja. Das brauche ich ja vor allem für ihn, weil er kann sich nicht so wirklich gut fortbilden wie die anderen. Die anderen bekommen umso mehr Erfahrung zusammen. Ja, leg das doch bitte ab hier. Brauchen wir jetzt Platz? Lagern wir mal die Heilmittel hier. Igelschild. Hoffentlich kommt Hubert mal wieder zurück, weil ich möchte auch mal seine Fertigkeiten als Dunkelbischof doch mal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Ja, der goldene Apfel. Was versteckt der nochmal? Erhöht den Charme dort auf 1. Ja. Er hat eigentlich den geringsten Charme hier. Kann man jetzt hier mal begutachten. 21, 15, 15.
14. What the? Ignaz hat überhaupt keinen Charme hier, ne? Oh, Casper sogar noch weniger. What the hell? Ja, dann bekommt er dann den Apfel. Das hätte ich ihm dann irgendwie überreichen können. Oh, Linhard auch? What the hell? Casper und Linhard haben bei... Nein, wohl. Casper hat den geringsten. Gut, wer hat nochmal den... Apfel bei sich? Tausch. Wo ist er denn? Da. Gegen den Marschring. Oder gegen Silberpanzerhandschuhe. Ne. Stahlaxt. So, wo ist er? Da ist er. Kann das mal schnell verwenden hier. Sehr schön. So, ja, da muss man ein bisschen kompliziert managen, aber anders geht's ja bei dem Spiel nicht. Es ist halt ein bisschen umständlich, das Ganze. Leider. Da kann man nichts machen, das ist halt nun mal so. So, dann gibt er mal wieder die Stahlaxt zurück. Also denn der gute Casper. Wir haben ja auch tatsächlich noch ein Ultima-Siegel. Also wir könnten, wenn der Level und die Fertigkeiten stimmen, könnten wir jederzeit uns entwickeln lassen. Vorstufen-Siegel natürlich noch für andere Klassen, die andere Einheiten, die wir noch kriegen können, hoffentlich. So, ein. Da ist er. So, die Stahlaxt bekommt jetzt er. Gut. Jetzt schauen wir noch weiter, ob da noch irgendetwas Metall drin ist, das wir nicht länger brauchen können. Stimmt, der kämpft auch mit Lanzen, ne? Er muss ja auch mit Lanzen kämpfen können, wenn er erstmal so... Genau, das sollte ich dann bei ihm auch künftig mal mehr auf Nahkampf gehen. So, und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ui, alles Ritter hier. What the hell? Oh je, den König der Schwingen. Der hat ein Item bei sich. Ein Rostschwert? Hey, ernst? Das ist das Einzige, was man von ihm bekommt? Der ist der Anführer hier. Allesamt nur ein gewöhnlicher Ritter. Aber der hat einen Goldbeutel. Ja, den lasse ich mir natürlich niemals entgehen. Das sind allesamt Ritter. Gut, also meine Magier sind hier wie, prädestiniert. Der Fernkämpfer. Magier sind hier wie perfekt geeignet. Würde gerne mal die anderen auch mitkämpfen lassen, aber dazu müsste ich mal welche raustun. Jetzt Casper auch wieder ein Level-Up erreicht. Gut, Ferdinand ist jetzt gegen Ritter auch nicht so wirklich gut geeignet, also darf Casper jetzt anstelle von Ferdinand. Dann müssen wir meinen Anführer auch raustun. Das geht ja, stimmt, das geht ja. Das stimmt. Aber dann gewinnt er keine Erfahrung jetzt. Das ist schwierig. Das geht aber, wie es scheint. Okay, sie ist jetzt kein Adjutant hier, ne? Anscheinend nicht. Na gut, dann darf Edelgard erstmal die Anführerrolle spielen hier. Als Hülfernritterin. Ansonsten passt das eigentlich so ziemlich. Müssen wir nicht Hahnemann auch noch rauslassen, aber wir brauchen Magier. Wir haben einen Haufen... Ritter hier, die nur gegen Magie wirklich empfindlich sind. Also müssen wir es so lassen, wie es ist.
So, dann legen wir los mit dem Battle. So. Muss ich aber gucken, wie ich am besten... Hahnemann muss ja volle Demo auch mit Nahkampf zeigen, was er drauf hat, aber... bringt nichts. Das hier sind nämlich alles Ritter. Die haben wir so keine Chance. Mit Nahkampfwaffen, vor allem bei Nahkampfanfängern. Ist nicht so besonders gut. Ich schicke am besten alle mal so richtig vor. Alle mal hier bereits im Angriff sind. Okay. Ja, sie ist halt auch im Speer ein bisschen trainieren. Ich weiß allerdings nicht, welche Klasse sie am Ende noch erreichen sollte. Ich sollte mal gucken. Das kann ich gerade nicht. Das muss ich... Hier. Meine Einheiten dafür aufrufen. Was möchte ich denn zu Petra machen? So doch nicht, bitte. Und René ist jetzt am besten. Zum Schwerkampf trainiere ich sie auch gerade. Gut, wir haben auch außerhalb von Ritter noch andere Gegner. So, alle nach vorne mit euch. Verteilen ein bisschen. Sie versteckt sich hier. Bernie, bereit sie dann zu gehabt. Oh, Moment, da sind Erfahrungen gewesen. Ups. Ich hätte es total übersehen. Naja, okay. Dann schicke ich Alois nachher dorthin, wenn wir erstmal wieder am Zug sind. So. Cool. Nein, doch, das passt schon. So. Er soll auch hin. Hoffentlich wird diesmal alles gut gehen und keine meiner Einheiten besiegt dabei. Warte, die verpissen sich? Hey, was soll das? Ach so, die haben einen neutralen Gegner auch noch hier. Ach scheiße, wir müssen also schnell sein, bevor sie... Ach du Scheiße. Die greifen alle ihn an. Aber bislang schaffen, haben sie keine Chance, irgendwas zu erreichen. Ja, der soll sie aus dem Weg kommen. Wart! Shit! Machen ihn damit wütend. Okay. Alois, hol dir mal die Erfahrung bitte. Sehr schön. Okay, die Haltbarkeit ist weiter aufgefrischt. Wir müssen das Monster hier vorher erledigen. Stimmt, wir müssen hier mit diesen Angriffen um uns schlagen. Das macht nämlich umso mehr Damage. Das ist uns Tausch. Los, Angriff! Sehr schön. Alarmbereitschaft. Ah. Sehr schön. Okay. Bernadetta, du kannst sein Schild angreifen. Den Rest geben. Ja, vor allem gegen Flugmonster. Das ist doch sehr gut.
geeignet. Sehr schön. Und er ist tot. Nice. Damit haben wir Mithril bekommen. Dann tun wir das hin. Rostschwert ins Inventar. Vorrat. Okay, aber jetzt wird sie von Gegnern hier attackiert. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das war es keine so gute Idee. Ich muss hier unbedingt für Unterstützung herschicken, bevor Edelgard besiegt wird. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Hätte ich bloß die Gegner erstmal diesen Monster beschäftigen lassen. Was mache ich jetzt? Edelgard wird jetzt hier drangenommen von den Gegnern und erledigt. Ziemlich unter Garantie. Scheiße, vor dem sind das Bogenschützen hier und bei einer Flugeinheit ist das nicht gut. Oh, was mache ich bloß? Ich werde jetzt Edelgard verlieren. Ach ja, Moment, ich kann ja... Geht das auch? Ja, genau. So. Gegnerphase zurückschalten. So. Wieder dran. Gut, dieses Mal mache ich nicht denselben Fehler nochmal. Aber dann bekomme ich das Item nicht. Wenn den besiegen, dann wird das Item verloren gehen. Ich sollte das Monster eher unterstützen. Blick. Oh, damit werden die Gegner garantiert erledigt. Trifft das auch? Ja, sehr schön. Nice one. Hm. Hat sie keinen Bogen? Scheint nicht genug Reichweite. Vielleicht war es auch keine so gute Idee, dass ich die Gruppe so getrennt habe. Ich kann Edelgard jetzt nicht dahin schicken, das sind zu viele Bogenschützen. Wenn sie könnte auch absteigen, dann glaube ich, ist sie nicht mehr vor Bogenschützen empfindlich, oder? Das ist gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, ob dann sie ihre Empfindlichkeit gegen Bogenschützen verliert. Ja, das soll nur herkommen. Gegen Ritter könnte sie auf jeden Fall bestehen. Achso, da ist noch jemand dran. Petra. Ja, sie versteckt sich auch hier im Hintergrund. Dann beobachten wir das Geschehen hier. Ah. Oh shit. Hey, haltet durch. Nein, das Vieh wird besiegt. Oh shit, damit kriege ich den Gegenstand nicht. Das darf nicht wahr sein. Boah, da bin ich verloren, egal was ich mache oder was. Hey, lass das! Shit. Also, wo ich mich hier verstecke. Muss ich also wieder... Nochmal zurücksetzen hier. So. Mache ich das jetzt am besten. Ich muss das Vieh vorher bezwingen. Schweifschuss. Gute Trefferchance.
Ich muss auf jeden Fall den Gegenstand von ihm bekommen. Wissen, dass ich keinen weiteren Bogenschützen bei mir habe. Alois braucht auf jeden Fall die EP, aber... Kann da noch einen weiteren Zug geben? Ja gut, dann bekriegt sie jetzt die Erfahrungspunkte dafür. Obwohl, sie kommt da leider nicht hin. Das ist ein Blödsinn. Dann müsste ich gleich von vorne wieder anfangen, den Kampf, oder was? Ich habe leider keinen Bogen, wie es scheint. Soll ich die Chance bieten? Ich würde sagen. Hopp. Checker, ist er denn mal. Was? Angreifen? Meteor, was? Oh mein Gott, was? Gut. Greif den Vogel damit an. What the fuck? Was ist das für ein heftiger Angriff? Damit habe ich jetzt die Chance, ihn zu erledigen. Wenn Bernie jetzt guten Treffer hinzufügen kann, dann war es das mit dem Birdie. Silberbogen habe ich. Nein, da habe ich nicht genau gekriegt. Habe ich eine geringere Trefferquote als mit dem Stahlbogen? Egal, das muss jetzt... Oder ich probiere es mit dem Schweifschuss, der ist treffsicherer. Ja. Das muss jetzt treffen. Kann jetzt nicht nochmal weiter zurücksetzen. Also ein weiteres Mal kann ich noch die Runde nicht wiederholen. Treff! Ja! Der Vogel ist von Himmel geholt worden. Und damit haben wir auch die Gegenstände. So sieht's aus. Ach, Ilgard darf auch nochmal. Gut, dann bringt sie sich am besten in Sicherheit. Oje. Ich hoffe aber, dass jetzt keine meiner Charaktere jetzt in Mitleidenschaft gezogen wird. Scheiße, die Bogenschützen können jetzt alle angreifen. Oh, sie greifen am Alois an. Sind sie dämlich? Es bringt doch kaum was gegen den. Haha, ausgewichen! Nice! So, da wir gerade von Alois reden, jetzt darfst du endlich deine EP mal holen. So. Ihr, oh Mann. Das ist ein schöner Haufen Gegner hier. Die Ritter haben keine Chance. Nehmen wir gleich den hinteren vor. Keine Chance für euch. So, sie müsste auch mal mit dem Schwert kämpfen. Geht aber bei Rittern nicht unbedingt. Nur noch ein KP bei ihm übrig. Da muss ich mich schnell in Sicherheit biegen.
Du nimmst dir den Ritter davor. Den Wurfbeil. Ja. Dem erledigst du ihn auf jeden Fall. Einmal das und einmal das noch. Nice. So, und jetzt kann sie Alarmbereitschaft in aller Ruhe lernen. Ich habe immer noch ein KP bei mir übrig. What the hell? Also wirklich genau abgerechnet hier. Weil Linhard könnte ja... Das erledigt ihr mit links. Dann kann halt Manuela heilen. So gut kann ich jetzt kombinieren hier. Oh, das wird nicht gültig sein. Einmal kritischer Wind und das war's. Nice. Das sind eindeutig zu viele hier. Oh. Sollen alle hübsch auf mich zukommen. Oh shit. Oh shit. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das lasst ihr schön mal bleiben. Nein. Stahlbogen. Das passt auch. Was? Oh, gut ausgeglichen. Verdammt, ich dachte, ich könnte ihn erledigen. Ja, bist du. Das war jetzt ein Fehler von mir. Oh shit, Bernie wird jetzt von allen attackiert. Das lasse ich nicht zu. Casper! Ich muss sie irgendwie schützen. Ich wünschte, ich könnte noch mehr machen. Oh, Dorothea! Dance! Dance für uns! So. Jetzt so. Weil er gegen so viele standhalten kann, wird er aber mit von allen Seiten auf einmal angegriffen. Shit. Verdammt, der greift, die greifen wirklich alle an hier. Ich muss einen irgendwie erledigen noch. Bevor noch was passiert. Dann brauche ich ja jetzt niemanden hier. Ah, wenn man mit den Steinkolben vor. So, mehr geht jetzt gerade leider nicht. Ich kann hoffen, dass keiner jetzt stirbt hier. Haha! Gut ausgewichen. Und bam! Die Ritter kannst du mit links erledigen. Ah, schade. Die haben keine Chance. Könnt ihr versuchen, was ihr wollt. Ihr geht einer nach den anderen nieder. Bam! Alter, er killt hier einen nach den anderen damit. Und Arang auf die Axt. Sehr schön. Aufzehrung. Wer hat noch nicht erwähnt nochmal? Alter, es bringt euch nichts. Probiert es erst gar nicht. Nix da. Das mit X war wohl nix. So. Willst du dir auch noch vorknüpfen? Lieber Linhard, also. Cool. Hast du überhaupt Nahkampftraining drauf? Wow. Der Lanze kannst du nicht so ausrichten. Ist halt blöd, dass er in gewissen Reich gar nichts ausrichten kann. Ich glaube, den Schläger kannst du mit links erledigen.
Er kann auch gar nichts gegen dich ausrichten. Ich glaube, ich sollte meinem Petra das Vergnügen gönnen, anzugreifen. Na, Lanze. Doch lieber mit dem Schwert. Ja, komm. Von Trefferquote 0. Crit 0 und trotzdem Kraft 16. What? Als ob. Er kann doch gar nichts. Level up! Diese Verbesserungen manchmal sind echt nicht gut. Der bleibt immer noch hinter im Hintergrund. Aber er weiß, dass er verloren hat. Eine Armee. Wir sind ihn jetzt zahlenmäßig weit überlegen. Er hat keine Chance, der Gute. Versuchen wir es mit Windschnitt. Oh yeah! Glück gehabt! Das killt ihn gleich. So will ich das sehen. So und nicht anders. Alois, nach vorne! Jetzt drehen wir richtig ab hier. Höhle kommt da nicht dran. Also vor dem Flyen erst recht nicht. Müssen wir fast Vergnügen haben, mit dem Schwert zu killen? Ich glaube ja. Und abgestochen. Yeah. Sie soll auch mal angreifen können dazwischen. Muss man ihr gönnen. Okay, Edelgard. Nimm dir den hier vor. Mit einer Lanze. Ja, okay, warum nicht? Ah, hat sie leider einen Rückschlag erlitten, aber was soll's. Ha, Level up. Es geht voran. Nicht schlecht. Schade, jetzt habe ich keinen Heiler mehr aktiv. Gut, was soll's. Okay, Schweifschuss. Mach ihn kalt. Yeah. So, jetzt ist nur noch der Anführer selbst übrig. Der hat keine Chance. Er kann machen, was er will. Er wird jetzt drauf gehen. Wir könnten uns sogar fast schon Zeit lassen, ne? Es muss ja keine Hektik herrschen mehr. Linhard, halt doch mal bitte. Purgativ ein bisschen. Edelgard hat ein paar Kratzer davon getragen, die müssen gelindert werden. Ja, das soll nur kommen. Ja, Eisenpanzerhände. So, wir überlassen Linhard den Kampf. Den wird er doch erfolgreich gewinnen können. Oh ja! Mehr als nur erfolgreich. Das kriegt er schon auf die Reihe. Der Bandit hat zwar höheren Level, aber hat keine Chance. Oh, Moment, weiter. Hinter ihm, bitte. Rosthandschuhe. Kann man natürlich zu was Besseren machen, aber ist auch nichts Besonderes. Ist mir ja. Da wird mal Stärkung ein bisschen. So. Nur her mit den EP. So, komm nur her, Freundchen.
du hast keine Chance. Wow. Nice one. Ach. Aber gleich zwei Level-Ups, habe ich das richtig gesehen? Das geht! Zwei Level-Ups auf einen Streich! Ach so, Felix hat auch ein Level-Up erreicht, deswegen. So, der Goldbeutel. Ja, 4800 und Tiegelstahl. Oben drauf. Nice! Ja, T. Casper ist der Held, der war klar. Das war natürlich klar. Ja gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Ja, konnte ich das also noch in einem Part schaffen, das Ganze. Ganzen Kampf. Ja, das ging gut, das ging gut. Okay, also danke für eure Aufmerksamkeit und seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush World, wer geht hinein? Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Part. Let's play Fire Emblem Three Houses. Seid gespannt und klickt wieder rein. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also, Wiedersehen. Tschüss, Leute! Now you know what I mean.